Feuer! Feuer, bei mir brennt's! Bei mir brennt irgendwas. Bei Christian brennt's. Ein Gebäude mit niedrigem, so mittelhohem Grundstückswert und mittlerer Dichte. Neben einem tollen Skulpturgarten. Aber die Feuerwehr ist schon da. Ist doch der alte Urologen sitzt, die kümmert sich. Es brennt, ja, wo brennt es denn? Beim Wasserlassen. So, schnell weg. Wir sind wieder voll da. Ja. Ich renne jetzt mal in die andere Stadt, die jetzt immer das Geld bekommen haben müsste. Ich habe ja die tatsächlich in der Bilanz die 10.000 von dir gesehen. Schau mal, ob du auch meine siehst in deiner Bilanz. Hier gibt es irgendwie Galeria Teuerling und der über der Einfahrt zur Tiefgarage steht unbezahlbar, so als Name. Keine Ahnung, was das soll. Wo würde ich denn das sehen? Ja, in der Finanzdings, bei Transaktionen. Geschenk. Nee, ich habe dir was geschenkt, da sind 10.000 weg. Ist noch nicht angekommen. Das müsste davor gewesen sein. Ich habe dir ja vorher das Geld geschenkt. Das ist nicht mehr wird nicht mehr angezeigt. Vielleicht habe ich es ja doch bekommen, ich habe es noch nicht beachtet. Vielleicht ist aber auch alles nur Quatsch. Ich baue weiter die Straßen aus, weil das kann ich gerade. Da bin ich gerade gut dran. Warum lädt denn gerade so lahmarschig? Habe ich auch nicht aufgepasst und es gab keine Verbindung zum Server. Hast du Verbindung zum Server? Ja. Aber ich gebe dir keine ab. Bei mir bummelt er gerade total rum. Ah, jetzt hast du es geschafft. Upgrade derweil, damit ihr Arkologie freigeschaltet. Nichts verpasst. Einfach mal die ganzen kleinen Wichsstraßen hier. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen stolz darauf, wie meine Stadt inzwischen aussieht, weil es sind verfickte Geld ist weg. Bessere Straßen entstanden inzwischen. Bessere Gebäude. Ist einfach weg. Das verfickte Geld ist weg. Das ist echt einfach weg. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Man muss jetzt hier eine Weile drin spielen, dass das Geld da ist. Das mache ich vielleicht sonst mal in der Pause, dass ich irgendwie eine Weile. Dass ich einfach eine Weile halt dann mal das hier irgendwie laufen lasse. Vielleicht ist dann ja plötzlich das Geld da. Aber es kann doch echt nicht sein, alles. Warum muss das denn auch sowas noch so blöd mit so einem, dass es alles ewig dauert, wenn ich da mal Geld rüber schicke? Jetzt ist es da! Echt? Oh Mann. Aber super, dann kann ja bei dir jetzt, dann müsstest du theoretisch gleich was hinterher schicken, damit das dann in 15 Folgen da ist. So, also was jetzt? Ich baue jetzt hier keine Uni mehr auf. Was können wir denn hier bauen? Ich weiß nicht. Ich darf die Bürgermeistervilla bauen. Hast du wahrscheinlich schon seit 1000 Jahren, oder? Nee, habe ich nicht. Wahrscheinlich kann ich schon, habe es schon längst verpennt, weil ich zu doof bin, weil ich voll beschäftigt bin. Die Frage ist nur, wo baue ich die Scheiße? Ich könnte hier so die ist halt auch riesig groß, was soll denn das? Ich könnte hier so eine Touristenattraktions... Nee, nenn's ruhig Stadt Falle. Bauen. Wo ist denn nee, was mit der Touristen? Wollen wir nicht irgendwie mal eine Industriestadt bauen, damit wir nicht hier, Geld, hier sind nur Inseln. Geld verdienen können? Ach so. Hier ist viel zu schön, das mache ich da hinten. Ich kann nirgendwo das Ding hinsetzen. Wo baue ich denn, ach, Spezialisierung ist das, ne? Wo ist denn das Spezialisierungsmenü? Pass mal auf, das setze ich jetzt hier, und hier heulen sie eh die ganze Zeit rum. Zack. Ich baue hier so eine Glücksspielstadt auf, was braucht man dafür? Bürgermeistervilla. Boah, die Bürgermeisterwille kann man irgendwie mit 1000 Sachen erweitern. Hubschrauberplatz und Partyflügel. Aussichtsturm. Ich werde bescheuert. Ein Swimmingpool. Alter, das ganze Geld der Stadt geht jetzt hier flöten. Das können Sie aber wissen. Ich glaube, ich schicke das mal zurück und baue erstmal in der Hauptstadt weiter auf. Die Uni brauchen wir jetzt ja nicht mehr, ne? Jetzt konzentriere dich mal wirklich darauf, dass wir die Uni gewuppt kriegen, dass die wirklich gut wird, weil die brauchen wir in der ganzen Region. Ich habe sie schon so gebaut, dass sie keinen Platz hat, um sich auszubauen. Ich wusste schon, warum du nicht die Uni baust. Nee, aber wir brauchen die Uni. Nein, ich baue lieber eine Bürgermeisterstatue auf meinem neuen. Nee, mal irgendwann ganz kurz jetzt mal hier ohne Quatsch, Christian. Jetzt mal ernsthaft, oder wie? Jetzt mal im Ernst. Das ist, nee, wenn man so eine Uni baut, ne? Ja. Ich habe es ja auch schon erweitert. Ich kann nur nicht. Wie ist das denn? Man kann dann diese Erweiterung bauen. Richtig? Ja. Und wie viele kann man davon bauen? Oh, ich glaube, es sind fast 10 oder 7 zusätzliche Gebäude, die kannst alle unfassbar viel Platz verbrauchen.
wir hätten also, eine neue Stadt starten dann baue ich, sollen. Dann baue ich eine zweite Uni und wir teilen uns das auf mit den verschiedenen Erweiterungen einfach. Ja, das wäre vielleicht sinnvoll. Okay, dann baue ich hier doch eine Uni. Okay, dann baue ich hier so schön auf die Insel. So, 88.000 gehen schon mal weg. Bam. So. Nee, fick dich weg. So ein blöder Berater kam mir von der Seite, wollte mir einen erzählen. Martin ist schon total das geht in absolut der richtigen Stimmung. So, hast du, was für eine Erweiterung hast du gebaut jetzt? Sag mal kurz. Ich habe das Finanzwesen-Ding gebaut. Ich sag mal, meine Stadt ist voller Trümmer. Was ist denn hier los? Moment mal. Zu hohe Steuern. Aber für wen? Ja, denn zieht halt aus. Ihr seid eine Luxusstadt hier inzwischen. So, ich lasse einfach mal laufen hier in der Stadt. Mal kurz gucken, ob das halt funktioniert. Hinten steht jetzt eine Uni, wo die halt hinfahren können von der Autobahn. Und dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert, dass da die Leute, dass die Schüler da hinfahren. Die Uni ist noch geschlossen. Martin, mein Volk nervt mich. Ja, meins auch. Aber wo es geht, mein Volk kann überhaupt nichts dafür. Das ist das Spiel. Also mal gucken, ob jetzt hier mal Leute eingestellt werden. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Forschungsprojekt. Notwendig. Jetzt zieht doch hier mal einer ein. Wisst ihr was? Jetzt reiß ich's weg. Ist mir egal. Zack, 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 zack. Ah, da kommen jetzt die Leute. Zack, ja, zack. Weg, weg. Was haben sie denn für Probleme? Ach, die haben auch Probleme. Aber in der Innenstadt geht's gut. Da geht's voran. Es will immer noch keiner. Oh, doch, hier. Einheimische Passagiere. Aber Passagiere von außerhalb? Null. Verstehe ich nicht. Verstehe das manchmal. Ich baue mal so temporär einfach jetzt hier ein bisschen. Ich will das eigentlich halt gar nicht, dass da wirklich was entsteht. Ich baue einfach mal temporär hier so ein bisschen Zeug in die Gegend. Geil. Du musst mal ein Industriegebäude abreißen. Die explodieren richtig und fallen dann in sich zusammen. Cool. Ich baue es einfach mal hier hin. Kann es ja nachher alles wieder abreißen, den ganzen Scheiß. Sollen die doch da halt dann. Ist mir egal. Sollen einfach mal die doch da untergehen. Wir brauchen Arbeits. Jetzt wollen sie irgendwas von der Bildung. Stromausfall. Hä, wie Stromausfall? Ach du Scheiße, ich habe keinen Strom mehr. Für gar nichts mehr. Warum? Kann ich mir nicht Strom von dir holen? Doch, müsstest du eigentlich. Stopp, du müsstest ja ganz viel Strom haben. Ja, aber er nimmt es nicht an. Also, Guck mal, wie ich Strom kaufen kann, weil die Stadt natürlich auch keinen Strom, ja nix. Nee, 0 Megawatt in der Region verfügbar. Auswahl. Warum kann ich denn da gar nichts kaufen? 28,3 Megawatt verfügbar. Kaufen. Nutzung 0 von. Warum denn 0? Nutzung von 0 von 40 Megawatt. Warum? Im Moment habe ich aber Strom. Habe ich eben auf der blöden Stromkarte gesehen, ist ja alles gelb. So, dann soll ich mir auch keine Sorgen darum machen. Ich habe keinen. Also ich bin 3 Megawatt im Minus, aber eigentlich kann ich ja, wenn ich was bräuchte, sofort kaufen. Egal. Ich mache mal ein paar Sachen aus. Wasser kaufe ich auch woanders her. Abwasser verkaufe ich in die andere. Die Stadt frisst halt pro Stunde so viel Geld. Aber egal. Das ist mir völlig wurscht, wie funktioniert. So. Verstehe gerade nicht, warum ich. Jetzt kann ich hier was über die Städte erfahren. Moment. Mach ich mal. Vielleicht braucht die Uni, vielleicht braucht die eine Anbindung, Schulbushaltestelle und solche Geschichten. Braucht. Stimmt, wahrscheinlich kommen die gar nicht dahin. Die brauchen eine Anbindung an die. So rum ist es. So, mal gucken wir jetzt mal. Die Uni läuft doch jetzt an sich. Nee, ist geschlossen. Egal, ich probiere es mal mit einem Bussystem jetzt hier. Wahrscheinlich alles wieder abreißen, weil es überhaupt nicht funktioniert. So. Ja, ist halt so blöd. Ich will das eigentlich alles nur provisorisch hier hinstellen, weil ich es noch gar nicht. Das soll später alles gar nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Es geht aber nicht. Also, dann stelle ich halt eine mal hier hin. So, eine Bushaltestelle hier hin. Braucht eine Uni, denn fahren die mit einem normalen Bus oder fahren die mit einem Schulbus? Das weiß ich nicht. Es wäre halt ein bisschen peinlich, wenn sie mit dem Schulbus fahren würden. Ey, jetzt habe ich. Kommen die denn hier an? Was ist denn hier? Was ist denn das für ein Scheiß jetzt mit dem Strom? Shuttlebus, Park and Ride.
Dann können die mit dem Auto kommen und da sich da hinstellen, mir egal, so. Ich verstehe das ganze System noch nicht so hundertprozentig, ist mir aber gerade mal egal. Shuttlebus, Busbahnhof. Ach, Regionalverkehr, habe ich auch noch mal richtig gelesen. Das ist nur Busbahnhof für Doppeldecker. In der Stadt. Und das ist Busbahnhof. Ui, ich muss eigentlich mal ein bisschen Kredit aufnehmen. Das System ist auch total bescheuert mit dem Strom. Ich habe jetzt Megawatt-Überschuss bei mir wieder, weil ich was gebaut habe. Ich habe jetzt auf der Insel, die ich ja eigentlich zu meiner Touristeninsel machen wollte, habe ich jetzt ein blödes Ölkraftwerk hinsetzen müssen. Aber er zeigt mir jetzt Megawatt-Überschuss an. Aber da irgendwie noch keiner arbeitet in dem blöden Ding, kriege ich natürlich keinen Strom in die Stadt. Ohne Strom wollen sich die Leute nicht bewegen in der Stadt. Was ist das jetzt hier für ein Mist? So, regionales Verkehrsaufbauen. Ich hab jetzt mal einen Busbahnhof hingestellt. Genau, das ist der einzige, der auch von außerhalb Passagiere annehmen kann. Das ist vielleicht mal ganz wichtig. Dann baue ich jetzt in meiner anderen Stadt nämlich auch mal einen Busbahnhof. Hast du so einen überregionalen Busbahnhof? Dass die halt nicht nur mit einem Auto eigentlich zwischen unseren ja. Städten verkehren können? Eigentlich ja. Sicher? Oder hast du diese Shuttle-Bus-Depot nur? Nee, ich habe diesen Doppeldecker. Aber klick der mal kann, drauf, der ob kann der überregional. Auch? Ja, der kann überregional. Wenn du draufklickst, steht das drauf? Ja, stand drauf. Damals hatte ich damals schon beim Kauf. Kannst du nachgucken, ob da irgendwas steht, irgendeine Anzahl? Oder ich bin gerade dummerweise in einem Tutorial drin. Ne? Achso, dann guck gleich mal, ob das überhaupt funktioniert. Aber weil ich glaube, ich bin witzigerweise im genau richtigen drin. Regionale öffentliche Transportmittel. Auf dieser Datenkarte sehen Sie, welche Stadtbusse die Arbeiter und Landbesucher nutzen, um zwischen ihrer Stadt und benachbarten Städten hin und her zu pendeln. Ja, genau. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Schulbuskarte. Aktuelle Fahrgäste, Bushaltestellen, Busfahrgäste am heutigen Tag, die sind sehr hoch. Das müsste doch aber mit den Schiffen auch funktionieren. Warum? Naja, gut. So. Datenkarte in den Schulbus an, mit denen Schüler von einer Stadt zur anderen gelangen, um dort den Unterricht zu besuchen. Okay. So, wir können auch den Bahnhof oder den Fährhafen benutzen. Sag mal, kannst du nochmal checken, ob dein Fährhafen vielleicht immer noch aus ist? Ah ne, der war ja eigentlich an, oder? Ja, warum lädt denn? Das Spiel lädt immer jetzt gerade so voll lange. Das war vorher nicht so. Weil die Stadt jetzt so wahnsinnig komplex ist. Hältst du nicht aus. Was kann ich denn hier so machen? Ja, dann baue ich halt so einen blöden Turbinengenerator. Was, Generator? Das ärgert mich so mit dem Strom. Was ist denn jetzt los? Ja, da war halt der Strom weg. Warum? Ich weiß es nicht. Ich hab doch voll den Überschuss. Ich weiß es nicht. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwas machen wir da falsch. Dafür reiße ich jetzt halt hier das blöde Stromkraftwerk weg. Und jetzt kann ich hier eine Verbrechensaufgabe bekommen. Generiert Welle der Unzufriedenheit, steht bei mir gerade. Ah, Gummelfritz. Freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Denken Sie nur an die ganzen herrlichen Missetaten und Verbrechen, die vor uns liegen. Gott segne Ihr kaltes, schändliches Herz. Ich bin Dr. Dick. Wus rechte Hand. Ganz schön dick. Unsere erste Aufgabe besteht darin, diese unschuldige kleine Stadt in eine Brutstätte des Bösen zu verwandeln. Nein, ich habe schon so genug Probleme. Jetzt halt's Maul. Verpiss dich, du Scheißverbrecher. Was ist denn... Warum lädt denn das jetzt immer so lange? Mein Rechner hat auch keinen Bock mehr. Das hat aber scheinbar irgendwie allen gefallen, dass ich das blöde Ding da weggerissen habe. Das blöde... Alle freuen sich. Ja, die fangen da jetzt an richtig... Boah, ich habe eine richtig krasse Innenstadt inzwischen. Also da sind Wahnsinnstürme. Ja, da. Bei mir hat sich auch, ist auch einiges gewachsen. Es geht richtig ab. Ich habe immer noch keinen Schimmer, was ich hier mache. Aber ein Teil der Bevölkerung scheint es zu gefallen. Habe ich denn keine Verbindung zu dem Server oder was ist hier los? Der Rechner ist jetzt echt nicht der langsamste. So, nächstes Upgrade. Jetzt kann ich ein Upgrade für meine coole Villa bauen. Ah nee, das passiert automatisch. Die Bürgermeister-Villa? Ja, so, die kann ich auch wieder aktivieren. Und jetzt aktiviere ich auch mal schnell die Uni wieder. Zack. Die wird ja wohl nicht so viel Strom fressen. Blöde Uni. So, wie sieht es denn mit dem ganzen Rest aus? Also, Mülleimer könnten ein bisschen irgendwie besser laufen. Wo ist der Tag? Der ist noch nicht aller Tage Ende. Wahrscheinlich guckt eh kein Mensch mehr zu. Ich glaube auch. Die meisten habe ich in den vorherigen Folgen
durch meine Aggressivität vertrieben, weil ich auch so sauer war und auch nichts Konstruktives, glaube ich, gemacht habe in der Zeit. Ich weiß es nicht mehr, ist alles so. Und da, ich ja seit einer ganzen Weile eigentlich nicht weiß, was ich nicht mehr weiß, was ich hier mache. Und jetzt lädt das Spiel seit 5 Minuten oder so. Ja, 5 Minuten stimmt auch nicht, weil jetzt echt so seit 1,5 Minuten lädt er mir meine Stadt. Oder halt eben auch nicht. Was ist denn da los? Jetzt kommt meine Fähre an. Und das Geile ist, es kommt, kommt überhaupt nicht so gut an. Die haben sich halt so lustige Sachen ausgedacht, halt in den Ladebildschirmen. Ne? Ja. Immer so hier, strafft Grafik, treibt Lamas zusammen und so weiter. So ha, ha, ha. Aber wenn du halt gerade schon 2 oder 3 Minuten drauf warst, dass deine Stadt lädt, ist das halt schon gar nicht mehr witzig. So, dünnt Datenkarten aus. Doch echt witzig. Oh scheiße, ich bin sogar im Minus mit meinen Ausgaben. Beseitigt Müllberg aus dem Arbeitsspeicher. Aber man muss ja mal fairerweise sagen, es weckt wenigstens Emotionen, das Spiel. Ja. Ach, Lädt Stadt steht so zwischendurch da. Solche Arschkeine. Teilweise beschissene, aber Emotionen. Was ist denn jetzt hier los? Bestimmt ist meine Stadt weg. Jetzt alles, oder so. Alles wird hier noch irgendwie hochgezogen, aber frag mich bitte nicht. Treibt Lamas zusammen, ja. Hat mir was das eigentlich ist, was die hochziehen. Aktualisiert Attraktivitäten, ja. So, ich warte jetzt noch, ich warte jetzt nicht mehr lang, sonst beenden wir halt die Folge an dieser Stelle und gucken dann, ja, dass wir halt das in der nächsten Folge weiterspielen. Aber mir lädt sich jetzt gerade hier ein Wolf. Ich würde sagen, wir brechen die Folge, was heißt brechen ab, ist eh schon zu lang. Beenden die Folge an dieser Stelle, lassen ihn irgendwie mal ewig weiterladen und in der nächsten Folge geht es halt am nächsten normal weiter. Hoffentlich, es sei denn, die Stadt ist komplett weg. Dann fasse ich dieses verfickte Spiel nie wieder an. Bis dann, tschüss.